Sagst du richtige Felix, Zweier-Agenda, Tom. Aber war finde ich ein geiles Topspiel, Alter. Dortmund gegen Bayern war ein sehr, sehr heftiges Spiel. Also es war absolute Werbung für die Bundesliga. Das war so ein Highspeed-Fußball, ohne großes taktisches Rumgeplänkel, sondern einfach nur, wie sagt man so schön, Vollgas-Fußball nach vorne. War richtig geil, Alter. War von beiden Mannschaften ein richtig geiles Spiel. Ehrlich. Was ich aber so lustig fand, und ich muss sagen, das habe ich wirklich gefühlt, das hat einer auf Twitter geschrieben. Da meinte einer, es ist einfach so krank mittlerweile im Fußball, wie du halt einfach eine Mülltonne von Verteidiger sein kannst. Aber wenn du halt schnell bist, kannst du damit so viel kaschieren. Gar kein Disrespect an Upamecano so, ne? Ich halte eigentlich relativ viel von dem. Aber der hat halt nun mal jetzt nicht den allerbesten Start bei Bayern. Aber der Typ war gestern eigentlich so unterirdisch. Und wäre der Typ nicht so schnell, wie er ist, der hätte er 4 Gegentore verschuldet oder so. Das ist so krass, wie viel der wirklich damit kaschiert hat, dass er einfach nur pfeilschnell ist, ne? Das ist so ein Vorteil. Auf der anderen Seite hast du Hummels gesehen. Und auch an der Stelle, kein Disrespect. Also Hummels, ich will jetzt nicht sagen finished, aber. Boah, aber der war so unterirdisch. Also Hummels war gestern wirklich so maximal unterirdisch. Wahnsinn. Das war, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Hummels so scheiße gesehen habe. Also mir fallen spontan zwei Spiele ein, wo der so schlecht war. Das war einmal bei der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob das gegen Mexiko oder gegen Südkorea war. Aber in einem der Spiele war der wirklich hammerscheiße. Und als er noch bei Bayern war gegen Dortmund. Ich glaube, das war die erste Saison von Jadon Sancho. Das war die Saison, wo Dortmund die 9 Punkte Vorsprung hatte zwischenzeitlich. Da, das Spiel, wo Jadon Sancho und Alcácer Bayern überrannt haben. Und Hummels da einfach nur hinterher gejoggt ist und wirklich nicht auf sein Leben klarkam. Und auch sich dann auswechseln hat lassen und nachher im Interview meinte so, ja, ich war halt noch leicht erkältet. Dümmste Entscheidung meines Lebens, heute zu spielen. Also sonst weiß ich nicht, wann ich Hummels schon mal so schlecht gesehen habe. Fällt mir wirklich gerade nicht ein. Was ich verstehen kann, bin ich ehrlich zu euch, ist die Aufregung der Dortmunder. Also, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe jetzt, und das ist wahrscheinlich immer so vereinsmäßig, ein bisschen unterschiedlich, wie man einzelne Schiedsrichter sieht. Also ich habe zum Beispiel eine komplette Agenda gegen Patrick Ittrich und gegen, oh, wie heißt denn der andere nochmal? Stieler. Stieler und Ittrich. Gegen die habe ich komplette Agenda. Weil ich persönlich das Gefühl habe, dass die immer gegen Schalke pfeifen. Das sind bei mir die beiden Schiedsrichter, wo ich wirklich komplette Agenda habe. So, ich persönlich kann gegen Zweier jetzt gerade nichts sagen. Mir fällt aus dem Stegreif nichts ein, wo ich sagen würde, boah, der Zweier, da hat der Schalke verpfiffen oder so. Also zum Beispiel damals bei dem 4:2 gegen Dortmund, wo sich ja auch die Dortmunder aufgeregt haben, weil die damals zwei rote Karten gekriegt haben. Das war vor 3 Jahren oder so müsste es gewesen sein. 2,5 Jahren, wo Schalke 4:2 auswärts in Dortmund gewonnen hat. Vielleicht habt ihr den Clip in meiner Insta-Story oder auf Twitter gesehen. Da gibt es so ein Meme von Norbert Dickel, wo er so schreit, ah, der Zweier, jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt und bla bla bla. Und da finde ich, hat er zum Beispiel richtig gepfiffen. Vielleicht spricht aber auch der Schalke-Fan aus mir. Das waren für mich damals zwei glasklare rote Karten, weil es einfach ohne Chance auf den Ball hinten in die Beine gewichst. Also damals sind, glaube ich, Reus und Wolf vom Platz geflogen. Und da würde ich im Nachhinein sagen, bleibe ich bei, das war in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob der halt schon mal irgendwas gegen Dortmund gepfiffen hat. Was ich verstehen kann, ist natürlich, dass man jetzt, wie zum Beispiel in Bellingham, das Argument rausholt und sagt, yo, du lässt halt einen Schiedsrichter das größte Spiel in Deutschland pfeifen, der halt schon mal vorher bei einem Match beschissen hat. Und da sage ich halt ganz im Ernst, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also meiner Meinung nach sollte so ein Schiedsrichter überhaupt nicht mehr pfeifen. Weil wer einmal beschissen hat, bescheißt nochmal. Das ist meine Meinung. Das ist einfach meine Meinung. Ob er das wirklich tut oder nicht, keine Ahnung. Aber meiner Meinung nach
wenn du einmal bescheißt und wenn du einmal die Ehre eines Schiedsrichters so beschmutzt, dann solltest du keine Spiele mehr auf Profiniveau pfeifen. Das ist meine Meinung. Andererseits darf Bellingham aber nicht so sagen. Bin ich tatsächlich gar nicht deiner Meinung. Natürlich darf ein Bellingham das sagen, weil das ist ja Fakt. Ein Bellingham darf sich nicht dahinstellen und sagen, ey, ich bin mir zu 1 Million% sicher, der Schiedsrichter hat heute beschissen und 5000 Euro von Bayern angenommen. So, das wäre unter der Gürtellinie gewesen. Aber sich dahinzustellen und ein bisschen zu schießen und einfach Fakten auszusprechen und zu sagen, so, ja, da hat heute ein Schiedsrichter gepfiffen, der vorher schon mal ein Match manipuliert hat. Was soll ich euch erzählen? Was habt ihr erwartet? Ist für mich vollkommen in Ordnung. Es ist für mich vollkommen in Ordnung. Und weil gerade einer reinschreibt, okay, grundsätzlich gut, aber ein Bellingham nutzt es aus, um sich dahinter zu verstecken für seine unterirdische Leistung. Das Argument zählt für mich überhaupt nicht. Weil wenn du das Gefühl hast, beschissen zu werden, egal ob du ein gutes oder schlechtes Spiel gemacht hast, dann hast du auch das Recht, dich darüber aufzuregen. Schalke hat auswärts in Bremen auch ein absolut beschissenes Spiel hingelegt und vollkommen aus dem Nichts 1-0 geführt. Und dass Bremen am Ende unentschieden gespielt hat, das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung anhand des Spielverlaufs. Komplett. Aber natürlich darfst du dich trotzdem darüber aufregen und sagen, wie kann man so einen behinderten Elfmeter feiern? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da hast du jedes Recht der Welt zu. Weil wenn du beschissen wirst oder das Gefühl hast, beschissen zu werden, dann darfst du das auch raushauen. Was ich euch sagen kann, meiner Meinung nach zu dem, by the way, Tom schreibt es gerade rein. Hat Bellingham nicht 2 Vorlagen gemacht? Also ich fand den eigentlich gar nicht so scheiße. Naja, ist auch ein anderes Thema. Bei dem Elfmeter, den Dortmund gefordert hat, da hat sich ja jetzt im Nachhinein rausgestellt, dass es angeblich abseits war. Da frage ich mich dann halt wieder, wir haben einen VR. Wir haben 30 Kameras im Stadion. Warum wird mir das einen Tag später in einem Halbsatz gesagt? Warum kann ich als Zuschauer nicht direkt in so einer strittigen Szene vermittelt bekommen, hey, das sind die Gründe, uns liegt dieses Bild vor, der war im Abseits und deshalb gibt es hier keinen Elfmeter. Warum funktioniert das immer noch nicht? Ich bleibe dabei, Videobeweis kannst du meiner Meinung nach abschaffen, weil das fuckt einfach mittlerweile mehr ab als alles andere. Wie häufig haben wir jetzt in den letzten Wochen die Diskussion gehabt? Gefühlt kannst du die Uhr nachstellen. Bei jedem Champions-League-Spieltag, bei jedem Bundesliga-Spieltag hast du die gleiche Grundsatzdiskussion über den Videobeweis. Es nervt doch einfach nur noch. Dann lass doch einfach sein. Dann lass einfach sein. Wenn es nicht funktioniert, dann gesteh dir ein, hey, funktioniert nicht. Du machst einfach nur noch bei Abseits eine kalibrierte Linie. Die wird im Stadion gezeigt, damit die Fans es dort nachvollziehen können. Die wird zu Hause am Bildschirm, wenn du im Fernsehen guckst, gezeigt, damit du es nachvollziehen kannst und gut ist. Alles andere ist Ermessungsspielraum vom Schiedsrichter. Und wenn Schiedsrichter eine scheiß Entscheidung trifft, dann hat er einen menschlichen Fehler gemacht und gut ist. Fertig. Aber dieses, ja, der Kölner Keller hat anhand von Bildern entschieden, die jetzt den Zuschauern nicht zur Verfügung standen. Na, Bullshit. Hör auf, die Scheiße da unnötig zu verkomplizieren. Da hat keiner Bock drauf. Das macht den Fußball kaputt. Das entemotionalisiert den Fußball und macht es einfach unnötig kompliziert. Dann lass sein. Andererseits, meine Meinung, und es hat wirklich, weil mir das viele mal auslegen, ich persönlich finde es immer ein dummes Argument, wenn ich was gegen Dortmund sage oder gegen Bayern oder wen auch immer, dann wird bei mir immer gesagt, ja, du bist aber ein Schalke-Fan. Das ist ja klar, dass du was gegen Dortmund sagst. Weil du bist ja ein Schalke-Fan. Na, wie läuft es in der zweiten Liga? Wenigstens spielen wir nicht in der zweiten Liga. Ich auch mal so, Bruder. Super Gespräch, Dankeschön. Ich sage euch ehrlich, also laut meiner Regelauffassung oder laut meines Verständnisses für Elfmeter und für Handregeln, wahrscheinlich würde ich anders darüber reden, wenn Elfmeter gegen Schalke gepfiffen wird. Aber mein erster Impuls beim Elfmeter von Bayern, also da, wo Hummels Hand gespielt hat. Mein erster Impuls, und ich habe mir die Szene jetzt bestimmt auch schon 15 Mal angeguckt, also für mich ist das ein Elfmeter. Einfach aus dem Grund, weil Hummels sich verschätzt, einen Fehler macht und den Ball nicht mit dem Kopf spielt, sondern mit der Hand, weil er in dem Moment einfach verkackt. Und dann ist es für mich ein Elfmeter. Das war einfach die Krönung von einem unterirdischen Hummelsspiel, der sich in der Situation einfach verschätzt. Und dann spielt er den Ball nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Arm. Und das ist natürlich keine Absicht, aber er hat in dem Moment einfach verkackt. Elfmeter, fertig. Also das ist meine Meinung. Das ist für mich ein Elfmeter, den du 100% so pfeifen kannst.
Also wenn du zum Kopfball gehen möchtest und dich so verschätzt, dass du nicht den hier machst, sondern den hier, für mich Elfmeter. Wie da jetzt genau die Regel ist mit Körper vergrößert und so, sage ich euch ganz ehrlich, da blicke ich mittlerweile gar nicht mehr durch. Da blicke ich mittlerweile gar nicht mehr durch. Ich weiß auch nicht, was der aktuelle Regelkonsens da ist, aber rein von wie ich Fußballregeln auffasse und wie es für mich gerecht ist, schlecht von Hummels, Fehler von Hummels und dafür wirst du dann durch Handspiel bestraft, Elfmeter. Genau, was ich da halt wieder lost finde und auch so ein bisschen verstehen kann, weil, Digga, ich habe gestern gefühlt irgendwie, ich habe 15.30 Uhr Konferenz geguckt, ich habe danach das Topspiel geguckt und danach noch Pauli gegen Schalke geguckt. Ich habe zu viel Fußball geschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr jede Situation auswendig. Deshalb brauche ich einmal kurz eure Bestätigung. Das war doch so, dass eigentlich der Schiedsrichter den Elfmeter nicht gepfiffen hätte, aber sich dann der Videobeweis eingeschalten hat und gesagt hat, ey, klare Fehlentscheidung, pfeif bitte Elfmeter oder guck's dir mal an. Richtig? Ja? Okay. Das ist halt mittlerweile auch so eine elendige Diskussion beim Videobeweis. Und ohne Scheiß, also bei allem, bei jeder strittigen Szene, wo ich mit euch drüber diskutiere, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich komme immer zu dem gleichen Entschluss, wo ich sage, schafft den scheiß Videobeweis einfach ab. Nein, er hat angefragt. Okay, das stimmt nicht, okay. Also hat Zweier, also die Situation war, und Zweier hat gesagt, Männer, guckt euch das bitte nochmal an. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Hat Zweier sich quasi eingeschalten, oder was? Er hat angefragt, ah, okay. Na, dann vergesst, was ich gerade sagen wollte. Dann muss ich sogar ganz ehrlich sagen, dann finde ich, hat Zweier diese Situation, finde ich sogar gut gelöst. Change my mind. Ich breche jetzt hier gerade, zumindest für diese Situation, eine Lanze für Zweier. Also ich finde, da, oh Gott, ich tue das gerade wirklich, ne? Ich lobe gerade den Videobeweis. Aber so sollte es ja eigentlich funktionieren. Das finde ich vollkommen in Ordnung, das so zu lösen. Aber, ey, bevor ich jetzt hier eine endgültige Aussage mache und ihr das auf die Goldwaage legt, ich habe jetzt auch noch nicht jedes Interview gesehen und jede Zeitlupe 40 Mal, aber das ist nur mein Eindruck. Also, wir fassen nochmal zusammen. Ich kann den Frust der Dortmunder verstehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, irgendwie ist es... das wollen Dortmund-Fans jetzt natürlich nicht hören. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dass es solche Diskussionen gibt und dass so ein Feuer drin ist, ist natürlich auch irgendwo geil für den Fußball und spricht auch irgendwie für die Emotionalität dieses Sports. Ne? So, das Gleiche hätte man mir sagen können beim Spiel Bremen gegen Schalke, will man auch nicht hören, in so einer Situation. Und Fehlentscheidungen gehören auch einfach ab und zu mal dazu. Und egal, ob der Schiedsrichter jetzt Zweier, Ittrich oder weiß ich nicht wie heißt, am Ende des Tages, finde ich, sollte man immer respektieren, dass da Menschen Entscheidungen treffen. Ich kann absolut verstehen, wenn man halt sich zumindest so ein bisschen, wenn einem das so ein bisschen spanisch vorkommt, wenn halt ein Schiedsrichter so ein Match pfeift, der halt schon mal, auch wenn es einige Jahre her ist, ein Match geschoben hat. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also genau das gleiche Argument, wenn mich dieser Schiedsrichter verpfeifen würde, genau das gleiche Argument würde ich als Schalke-Fan auch rausholen. Safe call. Ich bleibe auch dabei, egal ob jetzt Zweier gestern gut oder schlecht gepfiffen hat, wenn du einmal als Schiedsrichter bescheißt, solltest du nicht nochmal pfeifen. Ist meine Meinung. Das sollte man nicht tun. Da solltest du ein Berufsverbot kriegen, meiner Meinung nach. Wenn du halt einmal Geld annimmst, sollte man das nicht tun. Aber, und ich finde, dann können wir auch einen Punkt hinter der Schiedsrichterentscheidung machen. Ich finde es beim Videobeweis immer so schwierig. Und das habe ich auch bei dem Schalke-Spiel gesagt. Wenn ein Schiedsrichter, ein Mensch, im Eifer des Gefechts, in der Schnelligkeit des Spiels eine falsche Entscheidung trifft. Ganz ehrlich, dann rege ich mich darüber auf, aber dann kann das passieren. Wenn aber mittlerweile 10 Leute in einem Kölner Keller sitzen, da 20 Kameras draufgehen und dann trotzdem immer noch in der Dichte Fehlentscheidungen getroffen werden, mittlerweile diskutieren wir ja wirklich jede Woche über den Sinn vom Videobeweis, dann ist es meiner Meinung nach Beweis dafür, dass man das Ding wieder zumachen sollte. Zurück zum Spiel Dortmund gegen Bayern. Krankes Spiel von beiden Mannschaften, kranker Umschaltfußball. Denke ich auch mal ein bisschen der jeweiligen individuellen Fehler, sowohl von der Bayern- als auch Dortmund-Verteidigung geschuldet. Wie gesagt, also ich fand Upamecano nicht gut und ich fand Hummels wirklich, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so ein schlechtes Hummelspiel gesehen habe, wirklich Wahnsinn. Und ich fand auch Hernandez, also beide Verteidigungen waren auf jeden Fall sehr, sehr wackelig, was dem Spiel auf jeden Fall, sage ich mal, gut getan hat. Weil es halt erst dieses,
dieses ständige Hin und Her, sage ich mal, zugelassen hat. Und du hast hinten raus so ein bisschen gemerkt, dass beide Mannschaften die Verletzung von Julian Brandt, by the way, ganz, ganz liebe Genesungswünsche. Ich weiß gar nicht, ob man da schon irgendwas Neues weiß, aber das sah wirklich nicht schön aus. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden Mannschaften nach der Verletzung von Julian Brandt, wo ja vorher gefühlt 20 Minuten lang der Ball nur hin und her und hin und her ging, dann einmal kurz durchgeschnauft haben und gesagt haben, so, jetzt versuchen wir mal mit Gehirn zu spielen und machen ein bisschen ruhiger. Ich finde, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Dieses Duell zwischen Lewandowski und Haaland, ich glaube, in 2-3 Jahren, wenn dann vielleicht beide nicht mehr in der Bundesliga spielen, wird man auf diese nicht allzu lange Ära aber mal zurückschauen und sagen, wow, was waren das eigentlich für Dinger, als du einfach Lewandowski gegen Haaland gesehen hast. Das sind ja zwei Spieler, die waren komplett auf Gas. Also, ich muss es einfach sagen, es tut als Schalke-Fan ein bisschen weh. Aber dieser Haaland, das ist ja, das ist wirklich unglaublich, ne? Also immer, wenn du denkst, boah, bei Haaland, es gibt schon noch so ein, zwei Punkte, die bei ihm noch nicht ideal sind. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich würde sagen, bei Haaland ist noch ausbaufähig der First Touch, der schwache Fuß und generell so ein bisschen die Technik, ne? Im Konter, im Sprint, die körperlichen Attribute, die Schussgenauigkeit, die Schusskraft, das ist bei ihm alles extra klasse. Aber dann denkst du dir so, ja, schwacher Fuß und Gefühl. Das sind eigentlich so Sachen, da ist er noch nicht so krank. Und dann guckt euch bitte das Tor von Haaland gestern an. Und du denkst dir, Digga, das... Also das möchte ich bei all dem... auch nicht vergessen, dass das einfach mit Haaland und Lewandowski so zwei überragende Fußballer da gestern auf dem Platz standen. Das macht einfach Bock. Ey, das war wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Und yo, was mich auch abgefuckt hat, Alter, da ist mir ein bisschen der Sack geplatzt. Das hat man auch im Stadion gesehen oder im Fernsehen. Brandt hat diese Verletzung, ist knocked out und alle Spieler so, ja... Kommt mal jetzt ran hier. Und die joggen da einfach hin. Oh ja. Easy game. Vielleicht hat er seine Zunge verschluckt. Entspannt. Da dachte ich mir auch so, Junge, mach mal schneller. Der liegt da, ist bewusstlos, Alter. Und du joggst da hin. Ey, wie als würden die gerade morgens auf dem Sonntag zum Bäcker laufen und sich Brötchen holen. Was ich aber wirklich sehr, also was ich ehrlich sagen muss und was ich super sympathisch fand, ist in so einer Situation, wie schnell du halt wirklich gesehen hast, dass da am Ende zwar 22 Fußballer auf dem Platz stehen, die alles dafür geben, um so ein Spiel zu gewinnen und wirklich alles dafür geben, halt den Gegner niederzustrecken, aber dass du in so einer Situation siehst, wie halt wirklich alle Spieler kollektiv, egal ob die ein gelbes oder ein rotes Trikot anhaben, sofort halt in diesen, alter Scheiß auf Fußball, hier geht's gerade um Gesundheit gehen, das fand ich sehr schön zu sehen, ohne Spaß, das hat mich sehr, also das war ein cooler Moment, muss ich wirklich sagen, war ein cooler Moment.